Willkommen zu diesem neuen Video. Diesmal sind wir in Hitzacker. Hitzacker. In der Weltstadt, an der Elbe. Genau. Und hier gibt es aus dem Zweiten Weltkrieg ein altes, riesengroßes Tanklager. Und da hat uns ein Geocache hingeführt, der aus mehreren Stationen besteht und uns immer so die Reste davon zeigt. Genau, das ist ein Multi mit 8 Stationen. Wir sind jetzt kurz vor der ersten Station. Wir müssen uns mit Mückenspray einsprühen. Wir werden euch natürlich nicht zeigen, wo wir die einzelnen Caches finden. Das soll ja eine Überraschung bleiben. Ich glaube, wir schreiben auch am besten unten rein, welche Geocache-Nummer der hat, falls ihr den auch machen wollt. Aber wir werden euch trotzdem so auf dem Weg mitnehmen. Okay, gehen wir mal los. Wir gehen los. Keine Ahnung. Steigung? Welche Steigung? Voll den geilen Ausblick auf die Elbe bei Hitzacker. Ist auch so eine Bank hier, da haben wir gerade mal ein Brötchen gegessen. Eigentlich viel zu früh, aber sieht man ja auch nicht so oft. Da hinten kann man irre weit gucken. Marion schmeckt's. Bis später. So, wir sind da bei der ersten Station. Die liegt etwa... Ja, die ist 45 Meter von uns entfernt. Da unten. Man kann das gar nicht sehen, aber da geht es richtig runter. Aber es geht steil hier runter. Wir haben also den falschen Weg gewählt. Wir sind oben lang gegangen, wir müssen runter, wir drehen um und gehen an die Elbe. Bis gleich. Jawohl. Ach, so entstehen Witwenmacher. So, zur zweiten Station habe ich mich verfranst, da oben in den Hängen. Und dann sind wir zurückgegangen und dann hat Marion uns hierher geführt. Schön. Es ist wunderschön hier. Guck mal hier, da haben wir Schilf ohne Ende, dann haben wir Elbe ohne Ende und dann haben wir wieder Schilf. So, das heißt, wir quälen uns hier direkt hier so durch diese Wege, kannst du das nicht nennen. Hey, durch, prügeln uns es durch sind Schilf. Trampelpfade vorhanden, man Ach, sieht, wo man lang muss. Und wie weit ist es noch bis zum Cache? 400 Meter. Ja, aber die... Oh Gott, wir kommen hier nie wieder raus. Und dann ist es aber ja so, dass wir in 400 Metern noch nicht beim Cache sind, sondern immer noch hier unten an der Elbe und uns von Badebucht zu Badebucht hangeln. Das ist der helle Wahnsinn. Mal sehen,
Aber schön ist es. Vor allen Dingen haben wir hier auch Ebbe und Flut. Das heißt, wir können gar nicht im Zweifel, kriegen wir den Rückweg überhaupt nicht mehr hin. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier auch nicht zurückgehen müssen. Na gut. Ansonsten müssen wir halt die Hänge hochklettern. Ja, das ja, kriegen wir auch noch. Ach, toll. Meter vom Ziel vor der ersten Station abgebrochen und gesagt, wir drehen lieber um, weil das Wasser auflief und wir keine Ahnung hatten, was da noch auf uns zukommt. Und weil wir müssen über so eine befestigte Uferböschung, wo die Steine so rangelegt sind, recht hoch krabbeln, das fällt alles ins Wasser. Da habe ich keinen Bock drauf, hier wegen Geocache Sachen kaputt machen. Voll beknackt. Machen wir nicht. Jetzt gucken wir jedenfalls, ob wir noch irgendwie, ob der Owner uns die Koordinaten von der nächsten Station zur Verfügung stellt. Das hat er auch angeboten im Listing. Den hattest du angeschrieben jetzt gerade. Den habe ich gerade angeschrieben, genau. Und ansonsten versuchen wir mal trotzdem den Lost Place unabhängig von dem Cache ausfindig zu machen. Ja, aber die Natur ist ja hier total schön. Also richtig schön. Wir haben Buntspecht, wir haben Biber gesehen und also das ist... Und du bist hier wirklich alleine, also wir sind, das tut sich keiner sonst an natürlich, wir sind tatsächlich hier unten an der Elbe keiner Menschenseele begegnet. Keiner Menschenseele. Ich war nur so genervt, weil der Plan halt ein ganz anderer war. Ne? Der Plan war ja, dass wir diesen Lost Place finden und nicht uns hier am Elbufer durchs Gebüsch schlagen und über Steine und was alles. Also Uferbefestigung verwüsten und all sowas, naja. Ich bin da ein bisschen fatalistisch. Ja, genau. Die Marion kann ich mache das halt dann einfach. Genau. Wie es kommt, so kommt. Die kann das besser ab. Ich bin da total genervt, aber ich muss auch muss ruhiger werden. Ne? Vielleicht am Alter. Wir sehen uns vielleicht später. So, jetzt haben wir uns vom Geocache verabschiedet. Genau. Aber mal geguckt, wo dieses Tank... oder Teile dieses Tanklagers sind und die haben wir gefunden und da sind wir jetzt bergauf unterwegs dahin. Auf direktem Weg dorthin. Jawohl. Hier runter. Der Weg wird angezeigt hier links runter, wo es so steil runter geht, aber das gehört alles hier schon zu dem Areal, so wie das ausgewiesen ist. Okay. Boah, guck dir das an. Siehst du das? Das ist krass. Hä? Das ist krass. Lass erstmal so rumgucken, dann können wir immer noch überlegen. Pass auf, hier ist total glatt. Ja. Ich kann dich halten. Vorsicht, Ameisen. Stehst du stabil? Ja. Du warst zu weit vorne, als dass deine Hand erreichbar gewesen wäre. Musik.
uns jetzt in so einem Tanklager geheim aus dem Zweiten Weltkrieg von den Nazis geheim gehalten. Und diese Gegend wurde Hellberg genannt, was ein Tarnname für Hitzacker ist. Und in diesen riesigen Tanks, unterirdischen Tanks, die mit Beton versehen waren und was alles, wurde Öl, Benzin und geheimer Treibstoff für vermutlich V2-Raketen gelagert. Und 1948 wurde das alles demontiert und das Eisen und Metall und so weiter zur weiteren Verwertung weggeschafft. Und jetzt sind hier halt noch diese Ruinen zu finden. Irre, irre groß. Oh, erstmal was essen. Ich habe so Hunger schon wieder. Ja. Kaum Strecke zurückgelegt, aber hoch runter wieder. Ne? Dafür richtig brutal. Mhm. Ja, vor allem an der Elbe, das war ja wirklich pervers. Das ist ja ein Riesengelände da unten, ne? Mhm. Boah. Ich würde gerne noch die anderen Teile da finden. Mhm. Irgendwo im Wald, ne? Mhm. So, die Öltankspeicheranlage habt ihr gesehen. Wir sind jetzt noch mal ein bisschen durch den Wald rumgelaufen. Wir wissen, dass es theoretisch noch weitere Spuren geben soll. Haben mal geguckt, ob wir noch was finden. Sind aber nicht weitergekommen und haben beschlossen, wir werden noch mal genau im Internet recherchieren, wo denn noch Reste von damals zu finden sind und dann noch mal wiederkommen. Da hat sich ein Reh verheddert eben, das hätte noch gefehlt. Oh. Vorhin haben wir nämlich gesehen, wie sie einen Hirsch überfahren. Ja. Also nicht gesehen, der lag auf der Straße, ein Hirsch. Ich habe noch nie einen Hirsch gesehen. Und das zerdellte Auto stand daneben. Also und das war schon traurig. Ja. Und jetzt hat sich hier gerade ein Reh verheddert in so einem Rehzaun. Mhm. Habe ich gedacht, das auch noch. Aber das ist Gott sei Dank freigekommen. Ohne, dass wir Hand anlegen mussten. Ja. Das ist ja auch nicht so ungefährlich, weil die haben richtig Power. Ja. Da muss man richtig zugreifen, um die still zu bekommen. Ne? Ja. Naja, gut, dann. Das war es jedenfalls von Hitzacker. Den Cache haben wir jetzt nicht weiterverfolgt. Der Owner hatte mir auch nicht mehr geantwortet auf meine Anfrage. Vielleicht ja bis zum nächsten Mal, bis wir hier in Hitzacker sind und dann werden wir den doch noch weiter verfolgen, den Multi. Auch wenn du nicht so der Fan bist von Multis. Nee, bin ich auch nicht. Aber dann sagen wir danke fürs Zugucken. Genau. Und abonnieren. Und liken das Video natürlich. Wenn man das Spaß dran hat. Und nee, auch dann, wenn man nicht keinen Spaß dran hat. Also gefälligst. Trotzdem immer Daumen hoch. Gefälligst abonnieren und liken. Genau. Sonst kracht's. Sonst rappelt's im Karton. Sonst rappelt's im Wald. Und denk dran, draußen ist das Leben. Geht raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.